Hallo, wir sprechen heute über logische Ventile. Wir haben erstmal Undventil. Undventil, wo man hier auf dem Bild sieht, wenn ein Druckluft auf eine Seite kommt, dann passiert nichts. Aber wenn an beiden Seiten Druckluft kommt, dann funktioniert das. Das Beispiel haben wir hier. Wir haben hier zwei Taster und in der Mitte steht dieses Zweidruckventil oder Funktion. Wenn beiden Tastern betätigt sind, wird dieser Zweidruckventil aktiviert. Man kann auch das so zeichnen oder kann man auch so zeichnen. Beide Zeichnungen geben die gleiche Funktion. Wir haben noch oder Funktion. Wenn wir noch mal hier genau anschauen, wenn ein Druck oder Druckluft kommt auf eine Seite, wird das reichen, dass Druckluft weiter fließt, wie man auf diesem Bild sieht. Bei Order-Funktion können wir hier uns nochmal diesen Schalteplan anschauen. Wenn das da 1 oder das Taster 2 betätigt sind, wird das Oder-Ventil betätigt. Man kann noch im Schalteplan so zeichnen oder man schaltet die beiden so in der Reihe. Und dann wird das auch gleiche Funktion geben. Also, wir haben die logische Ventile, einmal und Funktion, die man auch im Schalteplan so zeichnet. Die zwei Varianten. Und wir haben oder Funktion. Im Schaltplan kann man entweder das auf der linken Seite zeichnet oder auf der rechten Seite zeichnet und beide geben die gleiche Funktion. Jetzt habe ich die Frage an euch. Sucht in dem Tabellenbuch, welche Kennzeichnung haben diese Druckventile, diese logische Ventile, meine ich. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Und gibt einen Daumen hoch für mehr Videos. Vielen Dank und tschüss.